Hallo, bei Randgedruckt gibt es heute einen Zusatz zu den 3D-Skizzen. Und zwar kommt die Frage mit Garantie auf, wieso, weshalb, warum 3D-Skizzen. Ich zeige euch kurz ein Anwendungsbeispiel. Und zwar nehmen wir das Modell, was wir letztens gezeichnet haben. Ist wunderbar und schön zu sehen. Und jetzt gibt es hier unter Einfügen, Schweißkonstruktion, Strukturbauteile. Kann man sich hier auswählen, je nachdem wie groß die eigene Bibliothek drin ist. Ich nehme jetzt einfach mal Ansi, dann wähle ich mir hier nehmen wir die M-Sektion. Dann kann man hier dementsprechend die Größe auswählen, 4x13, 5x18. Ich nehme dann 4x13, einmal angeklickt und jetzt sieht man hier schon etwas überdimensioniert einen Doppel-T-Träger drin. Ich bestätige das Ganze erstmal, weil ich möchte den Doppel-T-Träger etwas verändern. Weil er passt ja so in meine Skizze nicht rein. Also gehe ich kurz in die Skizze rein, sage, okay, ich möchte dieses bemaßen. Es sind ja auch schon einige Maße drin vorhanden. Und jetzt sage ich einfach überall geteilt durch 8. Sollte meiner Größe entsprechen. Nehme ich dieses Maß auch. Nee, halt, Kommando zurück. Wir sollten zuerst mit den Radien anfangen, weil die sind die, die als erstes verschwinden. Also einmal geöffnet, geteilt durch 8. Haben wir alle Radien schön klein. Jetzt machen wir diese Fläche. Halt, nochmal. Geteilt durch 8. Und geteilt durch 8. Hier dann auch. Geteilt durch 8. Der hier auch. Geteilt durch 8. Natürlich der hier oben auch. Geteilt durch 8 und den hier unten auch geteilt durch 8. Jetzt habe ich genau dasselbe Bauteil, nur halt 8 mal kleiner als es eigentlich ursprünglich war. Bestätige das Ganze. Und jetzt gehe ich wieder hier zurück zu meinem M-Modell, bearbeiten. Und jetzt kann ich zusätzlich weitere Elemente mit anklicken, weil ich möchte ja ein bisschen mehr von diesem Träger drin haben. Und das wäre jetzt die erste Baugruppe. Die zweite Baugruppe in meinem Fall. Sinnvoll ist es, als erstes die unten zu nehmen. Ich nehme aber erstmal die hier, weil ich will euch was zeigen. Wenn man nämlich die Reihenfolge irgendwo ein bisschen anders macht, dann kann man eventuell Überraschungen erleben. Das ist die zweite Baugruppe. Und jetzt die dritte Baugruppe wäre die hier unten. So, also hier oben. Sieht es sauber aus, schön sauber verschachtelt. Und wenn ihr euch die Baugruppe jetzt hier unten anschaut, dann ist hier überall richtig viel freigelassen. Also es sieht nicht sauber aus. Es passt auch nicht sauber. Ja. Und es ist meistens nicht so, wie man es haben möchte. Ich kann ja mal kurz die Baugruppe abschließen. Ja, also es sieht hier irgendwo ja leicht komisch aus. Bestimmt nicht so, wie ihr es haben wollt. Also gehen wir hier nochmal rein. In die Baugruppe und wir löschen Baugruppe 2 raus und wir löschen Baugruppe 3 nochmal raus. Und jetzt machen wir als allererstes halt wirklich eine neue Gruppe und sagen wir möchten zuerst den hier unten haben. Bestätigen mit neue Gruppe und jetzt fügen wir erst die hier in der Mitte ein. Und wir bestätigen das wieder. Und wenn wir uns jetzt die Ecken angucken, dann sind die schön sauber gemacht. Also ist nicht irgendwo was, wo was frei ist oder so, sondern es ist wirklich eine saubere Konstruktion mit Doppel-T-Trägern. Und ja, das war es eigentlich schon wieder von meiner Seite her. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich definitiv die Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt.